Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ihr seht wieder wunderschönes Wetter heute am Start. Ich bin in Moosbach und check heute mal den Flowtrail Moosbach aus. Der ist relativ neu. Ich war hier noch nie und es ist bei mir in der Region. Und dann dachte ich, ich fahre hier mal her nach der Arbeit und check das mal ab. Ich denke, das ist so ziemlich flowig. Ein Video habe ich mir angeschaut vom Toffer. Ja, bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Hab nur ein Fullface dabei, aber mal gucken, was es gibt. Ich würde sagen, wir starten jetzt los auf dem Trail und schauen uns das mal an, was uns hier so erwartet. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, let's go! So, Flowtrail Moosbach, wir starten rein. Erste Abfahrt für mich. Und ich bin in einem Pedal, das kaputt ist. Nee. Jetzt habe ich das Richtige. Yo. Bei mir ist bei meinem HT-Pedal auf der einen Seite dieser Bügel, wo in das Glied einklickt, kaputt. Und deshalb hält es nicht mehr richtig. Muss ich erst noch tauschen bzw. reklamieren oder so. Mal gucken. Aber deshalb muss ich immer gucken, dass ich in der richtigen Seite eingeklickt bin. Ein bisschen nervig, aber ja, ist okay. Also bisher ist es ja schon ultra geil hier. Also klar, Flowtrail, nichts ruppig oder so. Soll ja auch nicht so sein. Ich war auch den einfachsten Trail gerade. Krampe, Rampe, stimmt das? Wenn ich, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ich mal wieder falsch bin. Aber so müsste heißen, eigentlich ganz cool bisher. Also echt flowig gebaut, klar. Anstrengend, ihr hört schon mies am Schnaufen. Aber ja, hey, gehört dazu. Kleiner Jump. Kann man clearen. Hier ein bisschen treten. Kann man auch ganz entspannt mit diesen Pumpwellen fahren. So, ich glaube, hier geht's weiter. Yes. Puh, ganz schön anstrengend. Aber gleich weiter. Für den schönen Trainingseffekt. Ihr hört, meine Kassette ist auch am Arsch. Ein einziges Wrack, mein Rad. Aber ja, so ist es. Hier sogar geschottert. Krank. Da kann man bestimmt ein paar Gaps oder Manuals zünden. Aber. Okay. Hui, Pumptrack. Ja, aber endlich wieder Kurven. Bisschen offen. Keine großen Anlieger. Geil. Also alles auch hier furztrocken, zwar nicht so staubig, aber ihr seht, der Boden ist komplett rissig. Enge Kurve. Ja, ich kann nicht mehr. Erste Abfahrt schon kaputt. Puh.
auf jeden Fall auch schon größere Anliege. Wird auf jeden Fall interessant später. Aber ganz schön lang der Trail. Hätte ich nicht gedacht. Also der ist auf jeden Fall gut. Gute Länge. Bin mal gespannt, wie weit es noch geht. Also hier wäre auf jeden Fall mein Ripley die bessere Wahl gewesen. Aber ich habe diese Woche nur das Firebird dabei, weil ich auch in Heidelberg unterwegs war. Sind auch mal ein kleines Gap. Das müssten wir dann gleich am Ende sein. So, Freunde, auf geht's in den blauen Trail. Gerade vorhin war es ja grün. Oh yeah! Direkt mal ein paar Jumps. Ha, geil! Ich bin hoch zuerst den Schotterweg gefahren und danach gibt es hier so einen Uphill Flow Trail. Eigentlich echt cool gemacht. Oh Gott, viel zu weit. Wo geht's hier heute? Ich glaube hier. Viel zu weit bei dem Table gerade. Da muss man, glaube ich, hier ein bisschen langsam machen. Geil! Boxig! Also, man sieht schon, dass das hier alles noch relativ neu ist. Ich weiß gar nicht genau, wann der aufgemacht hat hier. Sogar mit Gap hier. Seat Grab. Geil, Alter. Kann man ja fast einen Sui machen. Ha, wild. So. Kurz gucken. Fahren wir direkt weiter. Also, grün ist cool zum Einfahren und wenn man Ausdauertraining machen will. Aber das hier macht schon way mehr Spaß. Hilfe! Also jetzt auf jeden Fall einige Kurven mit Reifenverlustpotenzial. Manu, das wäre mal was für dich. Ja, cool gemacht, Leute. Also, klar, wahrscheinlich fehlt hier mal irgendwie ein Enduro-Trail oder sowas. Also mir zumindest, um Gottes Willen. Wäre
Anfänger ist oder so, perfekt hier. Also wirklich geil gemacht. Man sieht ein ganz klares Abstufungslevel zwischen Grün und Blau, definitiv. Und ganz ehrlich, wenn die andere Strecke blau wäre und das hier schon rot, wäre es für baden-württembergische Verhältnisse auch okay. Von daher echt krass. Ah, ich bin schon unten. Nice. Okay. Das war blau. So, wir fahren nochmal die rote. Schon cool hier auf jeden Fall. So eine Feierabendrunde, mega geil. Lohnt sich echt. Klar, ist jetzt nicht irgendwie ultra technisch oder so. Aber wie gesagt, so eine entspannte Abendrunde. Völlig okay. Und mit geilen Jumps. Zumindest hier auf der roten und selbst auf der blauen ist es okay. So, weiter geht's, roter Trail. Ich glaube, hier kommt jetzt das Off-Camper-Stück. Da versuchen wir mal ganz hoch hier reinzufahren. Oh yes! Geil, es war zwar langsam, aber ich glaube, schneller, wie wenn man unkontrolliert unten entlang fährt. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin ziemlich platt, es ist ultra warm. Bin mittlerweile wieder im Auto, das Rad ist hinten aufgeladen. Das war's von dem Video. Flow Trail Moosbach ist ziemlich cool. So zum, ich sag jetzt mal, Feierabendrunde fahren fand ich's geil. Mir persönlich fehlt so ein bisschen noch was Enduro-mäßiges, aber soll ja auch ein Flow Trail sein. Und dafür ist es echt cool gebaut. Also für Anfänger auch zum Springen üben mega gut gearbeitet. Mega gut, was labere ich eigentlich? Für Anfänger zum Üben richtig gut geeignet zum Springen lernen. Und ja, auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Gerade wie gesagt für Anfänger, für Fortgeschrittene wird es schnell langweilig, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall mega cool. Wer weiß, vielleicht kommt hier ja auch noch was, die ein oder andere Strecke dazu. Aber sonst ist es für einen Flow Trail für Baden-Württemberg echt geil gebaut und echt gut gemacht. Kann man wirklich nichts sagen. Grüße noch an die Leute, die ich getroffen habe. Ultra nett. War cool mit euch zu fahren. Und ja, ich würde sagen, das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Das hilft mir einfach weiter coole Videos für euch machen zu können. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder nächsten Sonntag. Und bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Radfahren. Ciao.